Moin Leute, ich glaube, wir sind live, oder? Ihr wisst ja, Technik hier immer das größte Problem hier am Start. Aber es müsste alles laufen, diesmal sogar einigermaßen vorbereitet. Schön, wenn ihr mit dabei seid bei Twitch. Ob es nachträglich zu YouTube kommt, weiß ich nicht. Wisst ihr ja immer. Dies, das, Ananas, Adidas, Urheberrecht, Copyright-Schutz und so weiter. Thema immer wieder. Ich finde es extrem schade. Wer was bei YouTube reinstellt, der müsste auch damit leben, dass es Reactions gibt. Finde ich schon, dass das zu dem Spiel mit dazugehört. Aber hey, so ist das Game-Nummer. Ihr wisst, ich bin ein Freund von den Y-Kollektiv und von Steuerung F. Ich finde, die machen tolle Reportage. Ziehe ich mir immer rein. Immer wenn es was Neues gibt, ziehe ich mir immer rein. Und reacte da auch zu gerne drauf. Und hier kommt natürlich jetzt eine spannende Sache. Sachsens rechtsextreme Siedler. Rechtsextreme auf dem Land, wenn dein Heimatort zum Traumziel für Rechtsextreme wird. Was für ein Horrorgedanke. Das muss man einfach auch mal sagen. Muss man sich immer selber fragen, wenn man dort leben würde. Wir sind immer schnell dabei, wenn wir sagen, ja, betrifft mich ja nicht, ja, ist ja bei anderen und ja, ist irgendwo in Sachsen, ist mir doch egal, wenn ich dann irgendwo hier in Schleswig-Holstein lebe und so, ja, muss man aushalten. Aber wenn man erstmal selber da ist, würde ich sagen, oh, weiß ich nicht, ob ich da so mega Bock drauf hätte. Wir gucken uns das an, die Doku ist. Ich glaube, 18 oder 19 Minuten lang. Also, wir werden eine gute Stunde brauchen. Davon gehe ich mal aus. Und Samstagmittag dann doch eine sehr spezielle Zeit. Aber hey, ich habe jetzt Zeit und vielleicht haben auch ein paar andere Zeit. Ich sehe hier gerade schon 5 Leute im Chat. Dann geht es ja richtig rund. Und wir steigen dann gleich mal an. Steigen dann gleich mal ein in die Doku. Und ja, herzlich willkommen, dass ihr auf der Reise mit dabei seid. Und ich lasse dann jetzt gleich mal laufen. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich glaube, diesen Mann vom Y-Kollektiv habe ich noch nicht so oft gesehen, den Reporter. Ich habe die Doku auch noch nicht gesehen. Ich habe die erste Minute gesehen, habe mich hart getriggert. Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist was für uns, für meine Community, unsere Community. Also volle Attacke. Ralf, grüß dich und Dankeschön. Und jetzt Attacke. Das hier ist Jawohl. La. Abbruch? Das hier ist Leisnig, der Ort, um den es in diesem Film hier geht. In Leisnig kann ich als Journalist nicht ungestört arbeiten, denn es geht um Rechtsextremisten, die auf diese Höfe ziehen und um Menschen, die Angst haben. Nee, das müsst ihr mir wirklich garantieren, dass mein Gesicht irgendwie nicht zu erkennen ist. Absolut. Mehr. Muss man ja auch erstmal Vertrauen haben zu so einem Journalisten, der dir dann sagt, ja, sie sind nicht zu erkennen und Stimme, stellt euch das mal vor, du setzt dich da hin und dann ist das dein Heimatort. Und kannst mir, ich muss das immer wieder sagen, auch an die Journalisten, die da hinfahren und so, das ist nicht so einfach. Das sind hier nicht immer alles Kampfsportler und die größten Babos der Straße und so, dass die haben irgendwie Journalismus studiert und keine Ahnung und gehen dann in diese Orte rein. Da muss jeder sich immer selber fragen. Hätte ich Bock, da in diese Orte zu gehen und dort zu filmen und die Leute zu fragen zum Thema Rechtsextremismus? Und wenn wir das so sehen, da hinten geht jemand und so, das ist schon, das kostet Überwindung. Also, das ist jetzt nicht so, dass das jeder mal so sich aus dem Ärmel schüttelt. Ich bin gespannt, Leisnig, also in Sachsen, ich habe mir gar nicht, was ist denn da das nächstgrößere in der Nähe? Leisnig. Leisnig. Wurde wahrscheinlich Leisnig, ne? Leisnig, Stadt in Sachsen. Was ist denn da das nächstgrößere? Oh, das nächstgrößere ist gar nichts. Würde ich mal sagen, liegt genau in der Mitte zwischen Dresden und Leipzig. Okay. Daneben ist irgendwie Großweitschen, Hartnah, Geringswalde, Colditz. Alles, was kein Mensch kennt. Okay. Ja, mitten im Nix, würde ich dann sagen. Aber das nur aus der Sicht eines Großstädters, der aus Stockelsdorf kommt. Okay, lassen wir die Doku ein bisschen laufen. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt sind wir ja doch schon 40 Leute. Ahoi, grüßt euch, Leute. Mehrere Monate recherchiere ich zu einer rassistischen Initiative, die in kleinen Dörfern das Überleben des deutschen Volkes sichern will, mit so einem Imagevideo für sich wirbt und auch mit Aussagen wie diesen. Mit Europäern als solches haben wir überhaupt gar kein Problem, ne? Hauptsache weiß. Frage ist dann auch immer, wer das bestimmt? Wer gilt dann noch als weiß? Sind da Juden mit eingeschlossen? Sind da Konvertierte zum Islam mit eingeschlossen? Sind da Homosexuelle mit eingeschlossen? Sind da behinderte Menschen mit eingeschlossen? Sind da Linke mit eingeschlossen? Sind da Volksverräter wie ich mit eingeschlossen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bisschen schwammig die Antwort. Alle Europa, klassischer Rassismus, ja, solange sie weiß sind. Und wer weiß ist, das definieren dann die oder was?
Ja, was muss man dann? Großes Blutbild abgeben und wow, kann man sich immer schon gar nicht vorstellen, dass diese Aussagen heute noch so kommen, weil das ist so das Gelaber von mir so aus Mitte der 90er als Teenager, so White Power, weißes Europa und so weiter, dass da einfach noch keine Entwicklung passiert ist, ne? Es ist, ich weiß, sie sagen mal, es ist alles neu, wir sind keine Rassisten, wir sind Ethnopluralisten, ja, wir sind nicht gegen Menschen, ja, solange du weiß bist, solange wir dich für okay befinden. Ach Gott, oh Gott. Immer wieder hart, sowas zu hören, aber ist halt auch krass, weil es mich damals halt auch abgeholt hätte, ne? Ich hätte es super gefunden, so ein Kommentar. Es ist, ja, auch denen wünsche ich eine Veränderung. Der Verfassungsschutz befürchtet ein rechtsextremes Netzwerk und eine gezielte Ansiedlung. Weil sie hier eine eher eine weiße Bevölkerung vorfinden. Ich recherchiere verdeckt, will wissen, wer dahinter steht, ob das alles System hat und gerate selbst in den Fokus. Plötzlich sind wir auf der Zielscheibe. 3 Monate habe ich auf diesen Moment hingearbeitet. Heute Abend will ich undercover Neonazis treffen und mit versteckter Kamera filmen. Und das musst du dich erstmal trauen. Komm, seien wir jetzt alle mal ganz ehrlich, ja? Und Ralf schreibt auch gerade, was ist mit den dunkleren Europäern, Griechen und so, bekommen die eine Ausnahmegenehmigung? Ja, das geht, Grieche, Spanier geht, Portugiese geht vielleicht auch gerade noch so und keine Ahnung, wie das wieder gemacht wird. Und das jetzt undercover so zu filmen und sich da zu treffen und so, Digga, den Arsch musst du erstmal eine Hose haben. Und ich sag mal so, er sieht ja jetzt aus hier wie Herr Lauch, persönlich. Ja, und auch wie viel Arbeit in diesen Dokus drinsteckt, ist einfach echt ultra krass, dass sie sich diese Mühe machen und darüber aufklären und das aufzeigen und so weiter. Da verdienen die einfach auch einen enormen Respekt für. Ich habe da vor diesen jungen Journalisten, die da aktiv sind und sich um diese Themen kümmern, riesen Respekt. Das ist was anderes als viele andere, die irgendwo rumsitzen, irgendwas aus dem Internet abschreiben, umschreiben und so weiter. Das ist hier für mich noch wirklich, wirklich Journalismus, muss ich sagen. Da hingehen, wo es wehtut und aufzeigen und versuchen miteinander zu sprechen, recherchieren und so weiter. Das ist für mich noch richtiger Journalismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß jetzt, Schleimspur sitzt, aber ist so für mich. Bin ich umsonst Fan davon. Dazu habe ich mir eine Fake-Identität angelegt und wochenlang mit einem rechtsextremen Strippenzieher gechattet, bis er einem Treffen zugesagt hat. Ich will wissen, was in seinem Netzwerk hinter den Kulissen abgeht. Die Kamera fällt ja überhaupt nicht auf. Wieso der ganze Aufwand? Dazu muss ich die Geschichte der Reihe nach erzählen. Die Recherche... Digga, ist einfach so, mit der heutigen Technik hast du keine Chance mehr zu sehen, wenn die irgendwie verkabelt sind. Kameras, ich wurde ja auch schon 2-mal heimlich abgefilmt und hatte Kameras und Abhörgeräte im ganzen Haus versteckt und so. Du findest die Scheiße nicht. Das ist heute in Feuerzeugen, in Kugelschreibern, in sonst was drin, im Manschettenknopf, in der Uhr oder sonst wo drin. Digga, hast keine Chance. Hast keine Chance. Und wer gibt sich die große Mühe und jeden, den du kennenlernst, den erstmal zu durchsuchen, abzuscannen und so weiter, die haben die meisten ja nicht mal die technischen Möglichkeiten zu und die meisten auch keinen Bock drauf. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Der Typ, der sich mit ihm getroffen hat, der kann sich wahrscheinlich auch warm anziehen, was immer der erzählt hat. Ich bin sehr gespannt. Asche beginnt bei mir zu Hause in der Küche. Auf Telegram ist mir eine Gruppe aufgefallen, die Initiative Zusammenrücken. Sie ruft dazu auf, von West- nach Ostdeutschland überzusiedeln, und zwar um das Überleben des deutschen Volkes zu sichern. Ein Weiter-so führe nämlich unweigerlich in den biologisch-kulturellen Abgrund. Dazu posten sie viel über kriminelle Ausländer, Flüchtlinge, Volkstod und so ein Zeug hier. Viele Grüße aus Ankara. Nee, nur Spaß, das ist Offenbach. Da kann man nur noch kotzen. Die Logik der Initiative? Weil in Westdeutschland angeblich zu viele Araber und Afrikaner lebten, drohe das deutsche Volk dort unterzugehen. Also das, diese Initiative mit nach Ostdeutschland zu ziehen, die ist ja nicht neu, hatte ich schon mehrmals besprochen, war für mich auch ein Thema. Und man muss es sagen, man darf sich nicht davor verschließen, vor gewisser Ghettobildung in westlichen und in Großstädten, diese Ghettobildung, da muss die Politik aktiv werden. Das darf nicht so sein, also... Das macht es wirklich auch gefährlich, Parallelgesellschaften. Ich bin ja der Überzeugung, in einer gesunden Demokratie darf es keine rechtsextremen Parallelgesellschaften geben, es darf auch keine linksextremen Parallelgesellschaften in Konowitz geben und es darf auch keine Parallelgesellschaften geben
was sehe ich aus arabischer Sicht oder Herkunft. Diese Ghettobildung sind einfach gefährlich und da bin ich generell dagegen. Da ist die Politik halt auch einfach gefragt. Ne? Hat auch viel damit zu tun, mit Wohnraum zu schaffen, erschwinglichen Wohnraum, dass man auch die Wohnung kriegt, welchen Hintergrund man hat und so weiter. Alle Ghettobildung ist immer gefährlich, ist so meine Sicht der Dinge dazu. Und diese Tonnage natürlich, lass alle in Ostdeutschland, lass die Dörfer übernehmen und wir bauen jetzt hier so eine Bastion aus. Ja, oh, ja. Ihre Lösung? Umsiedeln nach Sachsen. Ich stoße auf einen Podcast mit zwei Mitgliedern der Initiative, in dem sie ihre Sicht erklären. Der Hauptteil, sage ich jetzt mal, ist auch den Erhalt der Volkssubstanz als solches. Und das war bei uns in Westdeutschland sehr schwierig. Unsere Initiative hat schon Schwerpunkt Deutsche, aber mit Europäern als solches haben wir überhaupt gar kein Problem. Ne? Hauptsache weiß. Ja, aber wenn jemand für sich entscheidet, okay, ich möchte jetzt mit der und der Frau Kinder zeugen, jetzt mal ohne das auf die Rassismus-Schiene zu bringen, dafür braucht man ja nicht Ostdeutschland und dafür muss man jetzt auch kein Nazi oder Rechtsextremist sein. Jeder kann sich in jeden verlieben, wie er will. Ist so für mich so, ja, jetzt müssen wir da alle irgendwie in so einem Dorf irgendwie untereinander rumvögeln. Ich weiß nicht, dann wird man nachher wie so eine Insel, also hier in Schleswig-Holstein ist kein Hate jetzt. Wir haben früher, bevor die Fehmarn-Sundbrücke gebaut wurde, wurde Fehmarn so Inzestinsel genannt oder so, ne? Da ist jeder mit jedem verwandt und so weiter. Das wollen die, glaube ich, auch in diesen Dörfern. Weiß ich nicht, ob das so die Lösung ist, wenn nachher jeder mit jedem verwandt ist und da könnte es dann auch zu genetischen Problemen führen, nennen wir es mal so. Ja. Ja, Ralf schreibt, wir sind für ein ausländerfreies Europa, ja. Es ist immer geil. Und die Frage ist halt immer, wer bestimmt nachher, wer ist weiß und wer nicht, wer darf mitmachen. Das ist für mich immer, wer beschließt das oben? Ja, ganz nach dem Motto, ja, die oben stehen, nee, den mag ich ja, nee, du bist dann doch weiß. Ja, klar, ein bisschen Herkunft und so, Problem und, ne, Philipp hier mit deiner Negernase, weiß ich nicht, aber doch, so im Groben gehst du dann doch als weiß durch. Auf ihrer Website bietet die Initiative und... Also so werde ich dann immer beleidigt, ne, wegen der Negernase. Das ist so eine typische Beleidigung, die ich das mal gehört habe. Das ist richtig lustig. Tja, mir ist das keine Beleidigung. Ich habe einen guten Riechkolben. Unterstützung für neue Siedler an. Regionale Botschafter helfen bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche und bei Kontakten für gemeinsame politische Aktivitäten. Wer dabei teilnehmen soll, sagen sie auch in dem Podcast. Aber genau da setzen wir an, dass wir auch Leute zusammenführen wollen, die zusammengehören, wo eine gewisse Synergie und eine Stärke, also Truppen zusammenziehen einfach. Ne? Politisch mit irgendeinem Moslem oder mit irgendeinem Araber zu arbeiten, nutzt nichts. Auch wenn der hinter meiner Meinung ist, er ist ein Araber. Egal wie der hinterher denkt und ob der Lederhose trägt und Weißbier trinkt, das funktioniert nicht. Er bleibt ein Araber oder ein Afrikaner. Tja, so ein Kommentar müsste dann der Feroz Khan mal hören, mit dem wir ja demnächst hier noch was machen, ja. Die sich dann da ja auch so anbiedert, ist jetzt, soll kein Hate gegen ihn sein. Die dann ja auch denken ganz oft, wenn sie sich mit Rechtsextremisten, Rechtsradikalen oder sonst was verbünden, könnten sie einen Teil dieser rechtsextremen, rechtsradikalen Volksgemeinschaften irgendwie ein Teil davon sein. Nein, können sie nicht. Sie werden es nicht sein, wenn sie es nachher wieder auf den Rassismus und auf die Herkunft runterbrechen und auf Religion und so weiter. Kann man vorher Waffenbrüder gewesen sein und ist dann nachher trotzdem Feind. Egal, da kann man nichts drehen und deichseln dran und beschönigen, ist einfach so. Ja, und das, was der Mann jetzt hier sagt, ja, alle da hinziehen und Truppen zusammenziehen und wir sorgen Arbeit, Lohn und Brot, ist, glaube ich, auch etwas hochgegriffen. Das würde ich mal gerne wissen, wie das gleich alles so funktioniert, aber gucken wir noch mal ein bisschen rein. Für mich klingt das ziemlich rassistisch. In einem Image-Video stellt sich die Initiative Zusammenrücken so dar. Für den Verfassungsschutz Sachsen, also den Inlandsgeheimdienst, besteht die Initiative aus Rechtsextremisten und er befürchtet eine Konzentration von ihnen in einzelnen Orten. Ohne Fackel und Feuer geht gar nichts. Ich mache ja auch so gerne Feuer im Garten. Ich habe schon immer Angst, ein Feuer im Garten zu machen, weil ich dann wieder in einen Pott mit denen geworfen werde. Ja, ich latsche hier rum mit meinem Scheitel und mache Feuer im Garten. Aber warum? Es muss immer,
es muss immer rückwärtsgewandt sein und dann mit Tracht und sonst was. Und ich bin ja nicht mal gegen Trachten. Ich habe das Thema Trachten ja schon mehrmals hier im Stream auch thematisiert, ja, wie man es auslebt, eine Tradition aufrechterhält und eine Erinnerungskultur, und das finde ich super, aber wenn man das aufrechterhält ohne diese Abwertung, und die hier ist hier ja drin, hier ist ja ganz klar das rassistische Weltbild im Vordergrund und wir wollen hier unsere Tradition ausnehmen, die darf keiner übernehmen, keiner darf dazugehören und alle sollen sie weg. Es muss immer mit diesen großen Bildern Feuer, Fackel, Stahl sein. Es geht nicht anders. Die Gefahr bestünde, so der Verfassungsschutz, dass sie ihre Ideologie subtil verbreiten und in manchen Orten sogar eine Vorherrschaft anstreben. Ich fahre nach Sachsen. Genauer gesagt nach Leisnig. Der Ort ist mir in der Recherche immer wieder begegnet. 8000 Einwohner, günstige Grundstücke, ländlich gelegen, ungefähr zwischen Dresden und Leipzig. Ich merke, das Thema rechtsextreme Siedler ist hier ziemlich heikel. Platz für junge Familien gibt es genug, aber am Telefon sagen mir viele Einwohner, sie würden sich Sorgen machen. Vor die Kamera traut sich aber nur einer. Ja, schöne Scheiße. Das ist halt so, wie willst du dich als Gemeinde dann wehren? Wie willst du dich dort diesen Angriffen von außen erwehren? Grundstückspreise kann ich mir vorstellen, da erschwinglich, wurde jetzt ja auch gerade gesagt, und viele Leute, die dann in Sachsen, Thüringen oder sonst was wohnen, die haben auch keinen Bock, immer alle in diesen Pott geworfen zu werden. Ich glaube, die Leute können es nachher auch nicht mehr hören. Ja, immer wieder fällt es dann, wenn es um Rechtsextremismus, um Rechtspopulismus geht und um sonst was, fallen halt deren Bundesländernamen und deren Städtenamen und so weiter. Man mag ja wahrscheinlich heute gar nicht mehr in Urlaub fahren, hier irgendwie nach, was ich, zu meinem Freund Dirk will ich ins Hotel Tim Stürmann, Werbung, ja, unbezahlt. Dann erzählst du, kommst aus Sachsen und dann, was weiß ich, hast du noch eine Naturglatze oder sonst was, da wirst du wahrscheinlich gleich, das muss ja wohl so nerven, ja, dass die Leute dann einfach Angst haben, ja, wenn die Leute schon, wenn sie sich nicht vor die Kamera trauen, dann weiß man, was da schon für ein Klima ist, ja, das ist dann, ja, was für Typen dann da vielleicht, Typinnen da vielleicht wohnen, und das ist schon sehr bedenklich. Ja, Steffi schreibt, die Gemeinde kann auch den Zuzug stoppen, zumindest die Dorfgemeinschaft. Nee, wie denn? Wenn jemand da sein Haus verkauft, und soll denn die Gemeinde bei jedem Haus das Vorkaufsrecht ausüben, dann müssen die alle leerstehenden Immobilien und alle sonst was aufkaufen. Das kannst du gar nicht. Diese Gemeinden, die brauchen ja Zuzug, die brauchen ja alle diese ländliche Flucht, besonders in Ostdeutschland hat ja stattgefunden, die Gemeinden brauchen ja Zuzug. Und wie sollen die das kontrollieren? Und die können ja nicht alles aufkaufen und einfach stehen lassen, weil die Gemeinden mit Sicherheit in Sachsen mit Sicherheit auch klamm im Portemonnaie sind. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die von oben aufspielen wie manche andere Gemeinden. Ja, Ralf schreibt auch gerade, das treibt dann die Spaltung auch weiter voran. Wenn sie sowieso denken, ich bin ein Nazi, dann bin ich eben einer, so nach der Art Trotzhaltung. Ja, das kann passieren. Das nimmt man dann sehr schnell an, wenn das sowieso alle über mich denken. Was macht man, wenn man da wohnt? Haus verkaufen? Ja, muss ja erstmal einen Käufer finden, ne? Das ist schon sehr schwierig. Also, ja, Steffi schreibt jetzt gerade, aufkaufen und die Mieter selbst aussuchen. Ja, Steffi, kauf mal 30 Grundstücke, auch 50 Grundstücke, 100 Grundstücke oder Bauland und sonst was und alte Höfe. Das geht gar nicht. Das ist ja, wer soll denn das machen? Ja. Also das ist nicht so einfach, ja. Ist eine schwierige Problematik. Der Mann, den wir jetzt treffen, der hat uns einen Standort geschickt, wo wir ihn abholen sollen. Hier rein? Okay. Hi, moin. Grüß dich, steig ein. Hallo. Moin. Alles fit? Schön, dass das klappt. Einzige Bedingung, er will anonym bleiben. Nee, das müsst ihr mir wirklich garantieren, dass mein Gesicht irgendwie nicht zu erkennen ist. Absolut. Warum möchtest du nicht offen gefilmt werden? Na, weil es schon ein Risiko darstellt für mich und meine Familie. Und weil ich keine Lust habe, dass nachts mal mein Auto abfackelt. Das könnte passieren, glaubst du? Jo. Er ist der...
Tja, wenn es so weit ist, dass du dich nicht mehr sicher fühlst in einem 8000 Seelengemeinde, dass du weißt, wenn du dich vor die Kamera setzt und irgendwas sagst gegen diese rechtsextremen Strukturen, dass du Angst hast, dass ein Auto abgefackelt wirst, dass du angegriffen wirst und so weiter. Das ist schon, da wird schon ein Klima der Angst herrschen. Leisnig aufgewachsen und sagt, er will auch noch die nächsten 20 Jahre in dem Ort bleiben. Es ist nur so, dass die Nazis organisierter sind als früher. Es sind auch neue Leute. Ja, genau. Und wie gesagt, die sind eben organisierter und strukturierter und die haben eben Kontakte, die sind weitaus gefährlicher als die bestehenden Kontakte, die es vorher gab. Ich denke mal, das, was der junge Mann hier sagen möchte, da wissen wir ja gar nicht, dass zu gewissen Zeiten, nehme ich mal die 90er und vielleicht auch noch die 2000er, dass die Strukturen eher so, wir treffen uns an der Bushalte, Wohnung, fahren ab und zu mal auf ein Konzert oder treffen, aber alles nicht strukturiert, vielleicht keine Kameradschaften, keine Vernetzung zu anderen Städten oder europaweit, deutschlandweit und so weiter. Dass das jetzt hier Einzug gehalten hat, okay, wir machen hier so eine Art Masterplan. Ja, dass da Köpfe hingezogen sind und haben gesagt, okay, wir werden jetzt versuchen, sozusagen diese Gemeinde zu übernehmen, zumindest zu einem Teil. Und man darf das nicht vergessen, so eine Stadt mit 8000 Einwohnern, würde ich sagen, wenn da 100 Rechtsextremisten leben oder so, dann hast du die Stadt schon verloren. Ne? Also da kannst du richtig Bambule machen in der Stadt. Jetzt nicht mal Gewalt, aber einfach in der Angstarbeit, im öffentlichen Bild, das ist schon sehr, sehr gefährlich. Und wenn das so professionalisiert wurde, dass Leute gesagt haben, okay, wir übernehmen das und wir organisieren hier die Grundstücke und wir haben und wir helfen bei der Eingliederung und Jobs und so weiter und stützen uns alle gegenseitig, dann ist das eine neue Dimension der Gefahr. Das muss man einfach ganz klar sagen. Merkst du das? Ach, hier ist eine Sackgasse. Man muss nur, das sind ja keine unbekannten Namen, die hierher gezogen sind. Das sind Leute, die schon seit Jahrzehnten in der Szene aktiv sind und krass unterwegs sind einfach. Wer die Leute wirklich sind, will ich später noch herausfinden. Wir fahren übrigens die ganze Zeit im Auto, weil ich nicht will, dass ihn jemand mit einem Kamerateam in der Öffentlichkeit sieht. Hast du Sorge, dass Leis nicht da irgendwie abrutscht? Definitiv, ich sehe das schon sehr kritisch, weil du kannst links rumfahren oder rechts rum. Links. Weil die auch nicht die dümmsten... Fahren wir links. Da wird das Y-Kollektiv lustig sein. Du kannst rechts oder links rumfahren, dann fahren wir links. Gut, wollte ich nur einwerfen. Nazis sind. Und gute Redner, dass ihnen viele Leute auf den Leim gehen können. Wir suchen uns... Ja, das, was hier so im Nebensatz so ein bisschen gefallen ist, ist natürlich, dass es heißt, da ziehen ja dann nicht mehr so die stiefeltragenden Bomberjacken... Was habe ich gesagt? Springerstiefel? Doch, habe ich Springerstiefel oder Springerjacke und Stiefeljacken. Springerstiefel und Bomberjacke tragen den Skinheads hin, die dann einfach Bambule, Alkohol und Nazi-Musik auf dem Hof spielen. Sondern die neuen Nachbarn, netten neuen Nachbarn von nebenan, die auch Gerätschaften ausleihen. Auch das hatten wir ja in der Mecklenburg-Vorpommern-Demo-Video gesehen. Dass die halt versuchen, dann auch in der Dorfgemeinschaft anzukommen, sich anbiedern. Der nette Nachbar, hilfsbereit und sonst was. Und das mag ja auch noch so sein, aber sie mögen ja vorne rum hilfsbereit sein, aber du darfst ja nicht vergessen, welche menschenverachtende Ideologie dahinter steckt. Und das ist ja, das darf hier nicht vergessen werden. Klar kann der gerne mal den Trecker ausleihen, aber er ist so und bleibt einfach ein Nazi dahinter, ja, der vielleicht schwer antisemitisch ist, rassistisch ist, ein massives verschobenes, herabwürdigendes Weltbild hat gegen alle möglichen Menschen auf dieser Welt. Einen ruhigen Ort etwas außerhalb. Wieso funktioniert das hier? Weil, so wie man es bisher zumindest ganz gut erkennen kann, weil die einfach in Ruhe ihren Kram machen können und sich auch keiner daran stört. Und wie gesagt, der Rechtsruck, der in Sachsen da ist, befürwortet das alles nochmal. Auch für Nazis deutschlandweit zu sagen, wir ziehen jetzt nach Sachsen. Ich bin echt mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren wird. Aber ja, im Prinzip geht es ja darum, hier Gemeinden zu gründen, zu beeinflussen und so weit zu drehen, dass es für die Nazis lukrativ ist. Und wenn du jetzt mal an deine eigene Zukunft denkst, du willst hier wohnen bleiben, aber du siehst das immer mehr und mehr hier hinziehen und auch organisiert, lässt sich das manchmal an der Entscheidung zweifeln?
Ab und an, aber es ist eher so, dass ich bewusst hier wohne und auch hier bleiben will und man den Leuten das ja auch nicht so überlassen möchte. Tja, schwierig, ne, den Leuten das nicht so überlassen will, aber wenn du schon vermummt im Auto durch die Gegend fahren musst und Stimme verfremdeln und so weiter, dann ist das schon ganz schön fortgeschritten, ja, wie dann sich noch engagieren. Und das ist ja auch das Problem, was ich dann oft sage, dass viele dann im Dorf halt auch sagen, ja, was geht's mich an, will ich mich in die Schusslinie bringen, ja, und ich habe meine eigenen Sorgen mit Arbeit, Haus abbezahlen, Gaspreise explodieren, was weiß ich, und dann soll ich mich auch noch darum kümmern, dass hier aus dem Westen hier 2-3 Nazis hinziehen, ist mir doch egal, weißt du so, das ist nicht ganz so einfach. Ja, die Leute dann auch dazu zu motivieren und zu sagen, okay, wir müssen als Gemeinde jetzt hier irgendwie zusammenstehen und zu sagen, okay, wir wollen hier, dass unser Ort demokratisch bleibt und dass wir einigermaßen hier zusammen gut und friedlich zusammenleben, da sind natürlich alle gefragt. Und das ist bei allen Ghettobildungen immer das Problem, weil wenn Leute dann denken, sie haben auf einmal das Gewaltmonopol, ne? Zu der neuen Lina E-Deo-Doku werde ich auch was machen, vielleicht morgen. Der eigene Heimatort als neues Traumziel für Rechtsextremisten. Schon ziemlich krass, finde ich. Als nächstes will ich wissen, wer sind die Köpfe hinter der Initiative Zusammenrücken? Ich finde heraus, einer ist dieser Mann, Christian Fischer. Die Sicherheitsbehörden bestätigen mir das. Im Sommer ist er in Leisnig häufig gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Welche Überraschung, welche Überraschung. Gerade gestern hat mir jemand bei Instagram unterstellt, dass ich Corona-Leugnern unterstelle, dass da Neonazis mitlaufen, dass ich immer sagen, dass da so Neonazis mit dabei sind. Nein, das habe ich mir ausgedacht. Ja, das zu sehen. Wir haben Videos gesehen vom Reichstag, Sturm, ich bin Presse, Volkslehrer und so weiter. Da weiß ich gar nicht, da fehlen mir die Worte manchmal. Aber hier, ja, Christian Fischer. Hier. Liebe Freunde, wir leben in einem Staat, in dem es verboten ist, sich als Familie auf dem Marktplatz niederzulassen. Alles ist verboten, aber meine Demo ist erlaubt, dass wir uns mit meiner Familie auf dem Marktplatz niederlassen, aber meine Demo darf ich rausschreien in dieser fürchterlichen Diktatur und ich werde gerade nicht niedergeknüppelt und ich darf meine kruden Weltverschwörungstheorien verbreiten. Was für eine beschissene Diktatur ist das? Was für eine beschissene Diktatur? Ich habe mich beinahe versprochen oder habe mich versprochen? Tja, Christian Fischer, in der Diktatur, von der du sprichst, hättest du in Leisnig nicht Besuch bekommen und wärst auf Nimmerwiedersehen wahrscheinlich mit deiner Familie verschwunden. Da darfst du froh sein, dass es nicht so ist, weil dann würdest du in Leisnig nicht mehr sein, sondern du würdest irgendwo in Bautzen sitzen oder vielleicht noch schlimmer. Also unglaublich. Ursprünglich kommt er aus Niedersachsen. Dort war er Landesvorsitzender der NPD-Jugendorganisation und Mitglied in der rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend, die verboten wurde. Laut Gericht ähnelte der Verein der Hitlerjugend. Immer wieder ist er auf rechten Kundgebungen unterwegs, wie hier. Tja, musst du auch erstmal Bock drauf haben, dass dann so einer nach Leisten nicht zieht, ja, heimattreue deutsche Jugend durch, NPD-Jugendorganisation, NPD, was weiß ich alles, und zieht dann nach Leisten nicht und macht da dann hart, ne, muss man auch immer erst Bock drauf haben. Da hatte genauso Wismar keinen Bock drauf, dass dann so ein fetter Neonazi wie ich nach Wismar kommt und da die Stadt kaputt macht. Tja, muss man sich auch immer mal fragen, bin ich jetzt hier der Zugezogene, bin ich jetzt vielleicht der Ausländer, auf den keiner Bock hat. Darf man das so sagen? Darf ich das so, ohne dass mir da ein Strick draus gedreht wird? Aber könnte man auch mal so drehen, oder? Ja, weiß ich nicht. 2010 wurde Fischer mit zwei anderen sogar zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, unter anderem wegen Volksverhetzung. Schon damals machte er sich Sorgen um das Überleben der Deutschen. Das deutsche Volk muss halt durch diese nationale Bewegung auf die Missstände, diese Überfremdung aufmerksam gemacht werden, damit es in Deutschland nicht so wird wie in Nordamerika, und zwar, dass die Indianer irgendwann mal von der Bildfläche verschwinden. Wow, großes Kino. Entschuldigung, ich muss einmal ausschneiden. Ihr wisst ja, ich bin nur ein bisschen erkältigt.
Die Solidarisierung mit den Indianern finde ich immer grandios. Also, ja, es ist das Danke, danke für diesen tollen Vergleich. Ja, Ralf schreibt es auch gerade. Die Deutschen sind die Indianer Europas. Es ist so, da wird was vermischt und what about Dism und Äpfel, Birnen und keine Ahnung, aber es ist so, es gibt so ein schönes Bild, ja, immer auch wieder dieses, ja, eine Ratte, die im Pferdestall geboren wird, ist immer noch kein Pferd oder sonst was, was da immer gesagt wird, ja. Wow, das ist schon immer, das sind schon Vergleiche, aber die holt, das holt halt gewisse Menschen ab, ne? Es funktioniert bei gewissen Menschen. Das ist ja das Gefährliche. Ja, die Deutschen, die Indianer Europas, das ist Ralf, bester Kommentar, Alter. Mit uns in Deutschland das Gleiche nicht passiert, dafür sind wir da. Das deutsche Volk vor dem Aussterben schützen. Wie geht das konkret? Wie läuft so eine Umsiedlung tatsächlich ab? Ich erstelle mir ein Fake-Profil und schreibe die Initiative Zusammenrücken an, gebe mich... Ist das wieder hier Fußball vermischt? Ja, muss man mal so sagen, ne? Fußball Dortmund, es ist einfach, ja... Muss man auch immer wieder dazu sagen... Ist halt so, nehmen wir auch mal wieder auf die Agenda rauf. Na, dann brauchen wir wieder was zu machen. Infos zur Impfung. Noch gar nicht weggeklickt. Achso, das ist für ihn eine Impfung. Zusammenrücken an, gebe mich als Interessent aus und behaupte, ich würde gerne nach Sachsen ziehen. Kurze Zeit später meldet sich ein Botschafter der Initiative bei mir. Digga, ein Botschafter. Die haben wahrscheinlich auch wieder so ein Königreich gegründet mit Turnbeutel, Logo drauf und so weiter. Es ist eine Gefahr, aber sie nehmen sich halt auch immer überwichtig. Es ist wirklich so... 30 Leute hängen zusammen ab und belegen dann aber auch 30 Ämter, weil irgendwie ohne Amt geht nichts. Ich möchte auch ein Amt. Ich möchte also ein Amt, ein Amtsträger sein. Ja, plus Engelgeld. Ist so. Ist, Überraschung, Christian Fischer. Wir chatten auf Threema. Zeigen darf ich seine Texte nicht. Persönlichkeitsrechte. Ich frage nach Wohnungen, Jobs, Erfahrungswerten. Er antwortet, zum Beispiel, dass gefühlt halb Deutschland nach Sachsen möchte. Wir schreiben wochenlang. Ja, das ist so auch die eigene Bubble. Ey, ich will jetzt echt nicht auf Sachsen rumhacken, aber also auch in meinem Freundeskreis, und ich habe echt wirklich einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Ich saß im letzten halben Jahr nicht mit einem zusammen, der gesagt hat, so, oh, ich muss in die Landflucht rein und es geht bald nach Sachsen. Tut mir leid, da bist du doch in deiner rechtsextremen Bubble drin. Digga, Christian Fischer, wenn dich 8 Leute anschreiben, oh, Kunja nix, dankeschön für die Abos, dankeschön. Wenn dich aus deiner Bubble 8 Kameraden aus Dortmund oder Gelsenkirchen anschreiben und sagen, oh, ich würde auch gerne nach Sachsen, dann ist das nicht halb Westdeutschland. Das ist so unreflektiert, so unrealistisch und das sagt einfach so viel über die aus. Ja, Wahnsinn. Meine Güte, diese Selbstwahrnehmung, diese Selbstüberschätzung, die hätte ich auch mal gerne. Wie stehen die morgens auf? Wie gucken die in den Spiegel? Und wo haben sie so einen Spiegel her? Weißt du, bei uns hier in Schleswig-Holstein ist so ein Freizeitpark, Hansapark heißt der. Da sind so Spiegel, da kannst du dich da vorstellen und dann siehst du hier so Muckimann aus. Und dann hast du so eine Taille und so weiter, ist über den Spiegel mit Wölbungen gemacht. Mein Mann. Ah. Ja, wenn 500 Nazis irgendwo rumstehen, denken die auch gleich, sie sind das Volk, ja. Ja, Hälfte der Indianer eben, ja. Oi. Oh. Ja, nee, Leipzig, Dresden und so weiter boomen schon, aber die wollen ja nicht wegziehen, um dann nach Leisnig zu ziehen, zu den Herrn Christian Fischer. Das dachte er so, dass halb Westdeutschland nach Sachsen ziehen will. Das ist einfach nicht so. Habe ich in meinem Freundesbekanntenkreis nicht mitbekommen. Ich frage das nachher gerne mal rum, aber weiß ich nicht. Also ich mag Sachsen, schön, ich bin sehr, sehr gerne da. Ich weiß nicht, ob ich Leisnig auf die To-Do-Liste packe, weiß ich noch nicht. Zuletzt sind wir so verblieben, dass ich ihm Angebote schicke von Immobilien, die ich interessant finde, die ich kaufen könnte. Und er hat jetzt bisher nicht per se für seinen Ort geworben, aber schon klar gemacht, dass es vor allen Dingen die kleinen Orte und Dörfer sind, wo es sich gut leben lässt als deutsche Familie.
Und deswegen schicke ich ihm jetzt Immobilien aus ein paar unterschiedlichen Orten und schaue, was er dazu sagt. Und dann die Links. Was denkst du von den Angeboten und vor allen Dingen von den Orten? Senden. Zurück nach Sachsen. Die Siedler sind auch schon anderen aufgefallen. Zum Beispiel Sophie vom Kulturbüro Sachsen. Hi. Sie berät Menschen und Gemeinden im Umgang mit Rechtsextremisten. Wie gehen die Siedler vor und wie verschaffen sie sich Einfluss? Vordergründig ist es ja so, dass sie in ländlichen Strukturen Häuser, Höfe kaufen, da mit ihren Familien oder als Einzelpersonen hinziehen und dann quasi ja, Einfluss auf das Gemeinwesen wollen. Also beispielsweise passiert es halt, dass sie sich ehrenamtlich engagieren, in gesellschaftliche Strukturen eintreten, beispielsweise im Kita-Bereich, im Schulbereich, aber auch in Vereinen und sich natürlich auch so ein wirtschaftliches Umfeld aufbauen. Und Ziel ist es, in Regionen zu siedeln, wo halt weniger Menschen mit Migrationsgeschichte leben. Also das ist zum Beispiel der Grund, warum einige Akteure, Akteurinnen vom Westen, von Westdeutschland jetzt nach Ostdeutschland kommen, weil sie hier eine eher eine weiße Bevölkerung vorfinden. Gut, hat sie gut zusammengefasst, da braucht man gar nicht so viel zu sagen. Das Einzige, was hart reingekickt hat, ist bei mir Akteure und Akteurinnen. Tut mir leid, komme ich nicht rauf auf die Linie, soll kein Hate sein, aber komme ich drauf klar. Input 1:1 ist so, ja, ankommen, Hauptsache irgendwie über Ehrenamt engagieren, wirtschaftlich. Und so kann man dann langsam auch Einfluss nehmen in Kitas, in der Dorfgemeinschaft und so weiter. Und das sind natürlich längerfristige Pläne und ist natürlich eine große Gefahr dahinter. Brauchen wir nicht viel sagen, ist gut zusammengefasst gewesen, finde ich. Aber wie viele sind es? Die Initiative Zusammenrücken selbst spricht von 3 Anfragen pro Tag. Der sächsische Verfassungsschutz geht von einzelnen Familien aus. Und es gibt es in Sachsen, in anderen Landkreisen genauso, es gibt es aber auch in anderen Bundesländern. Es gibt keine offiziellen Zahlen, so das ist so ein bisschen auch das Problem der Einschätzung. Und das auch wieder, also die Strategie der völkischen Siedler ist ja erstmal so stillschweigend im Gemeinwesen anzukommen. Also es ist auch total schwer, das von Anfang an irgendwie festzustellen, zu wissen. Also keine Kommune sucht sich das irgendwie aus und keine, ja, und wenn es dann halt erst nach 2-3 Jahren erkannt wird, sind halt die Menschen schon da. Ja gut, wie will man das doch rauskriegen, wenn du nicht unbedingt als Rechtsextremist bekannt bist beim Verfassungsschutz, Staatsschutz oder sonst was und du ziehst da irgendwann hin, dann ist ja auch, wenn du erstmal da bist, bist du da. Da stellt ja auch die Leute vor eine Problematik. Du kannst ja auch nicht jeden, der irgendwo ein Haus kaufen möchte, anmieten möchte oder sonst was, erstmal vor einen Gesinnungstest stellen. Also da bin ich ja auch liberaler durch und durch. Das ist halt schon das Problem, ne? Dass das so erstmal schleichend passiert. Ne? Ist ja auch nicht so, dass an einem Tag dann irgendwie 80 Rechtsextremisten kommen und alle an einem Tag irgendwie die Häuser kaufen und sagen, jetzt sind wir hier und hier sind die schwarz-weiß-rote Fahne. Sondern das ist ja ein schleichender Prozess. Und das ist ja auch so schwierig, das dann zu erkennen. Nicht, hat der Bürgermeister lange nicht reagiert, obwohl er früh von den Vorgängen wissen musste. Aus dem Verfassungsschutzbericht, aus Medienberichten und aus der Zivilgesellschaft. Mögliche Maßnahmen, wie ein Vorkaufsrecht auf Immobilien, wurden von der Stadt offenbar nicht wahrgenommen. Fragen dazu will der CDU-Bürgermeister aber nicht beantworten. Ja, da ist mir jetzt das Y-Kollektiv so ein bisschen von oben herab, muss ich ganz ehrlich sagen, so um diesen Vorkaufsrecht. Auch das, bei mir hat man sich in Wismar mal geärgert, wo ich eine Immobilie gekauft habe, dass das Vorkaufsrecht nicht gezogen wurde. Aber das ist auch nicht so einfach, da muss man auch gucken, okay, zu welcher Verwendung soll das Objekt zugeführt werden, welche Kosten sind das, sind die Geldmittel dafür da? Und auch will ich dazu sagen, auch Rechtsextremisten, Matze, mein Freund, grüß dich, auch Rechtsextremisten haben das schon mit mehreren Immobilien gemacht. Und zwar, also eine Stadt hat grundsätzlich, oder nicht grundsätzlich, kann ein Vorkaufsrecht ausüben, um vielleicht was zu bauen für Studentenwohnungen, Ämter oder sonst was. Ja, also jetzt ist mal ganz leicht gefasst. Und
da haben Rechtsextremisten das schon mal reingelegt und die haben sich angeblich mal, ich glaube, das war ein Hotel oder ein Bahnhof, ich weiß es nicht mehr, und da haben sie die Stadt ausgetrickst und haben den Preis künstlich hochgetrieben, weil der Verkäufer und die NPD unter einem Hut waren. Und dann haben die gesagt, ja, dieses Objekt will jetzt die NPD kaufen als Schulungszentrum und so weiter, wurde die Stadt ganz nervös und haben das dem Verkäufer dann teuer abgekauft. Und dann haben sie sich alles ins Fäustchen gelacht. Und wie gesagt, soll diese Gemeinde Leisnig, jetzt mal ernsthaft, Y-Kollege, soll diese Gemeinde Leisnig jetzt hier alle leerstehenden Gebäude und Grundstücke aufkaufen? Was sollen die damit? Das Geld muss dafür da sein. Das ist ein bisschen einfach gedacht. Echt, Kritikpunkt ist einfach so. Das ist sehr, sehr einfach gedacht. Also glaubt man nicht, dass die da alle sitzen und sagen, juhu, und die nehmen jetzt immer von oben herab und sagen, ja, das Grundstück kaufen wir noch für 200.000, die 3 Hektar kaufen wir für 1,2 Millionen Bauland und so weiter. Überhaupt kein Problem, lassen wir alles brach liegen und dann gucken wir mal und dann bauen wir da was drauf bauen, was soll die Stadt darauf bauen? Ja, Mann, das ist eine 8.000-Seelen-Gemeinde, wo sollen deren Mittel herkommen? Ja, Mann. Währenddessen chatte ich weiter mit Christian Fischer. Also er gibt sich schon ziemlich viel Mühe. Er war jetzt ein, zwei Häuser für mich anschauen, schreibt, dass es da Trinkwasserquellen und Wanderwege in der Nähe gibt, aber am Preis vielleicht noch so ein bisschen was zu machen ist. Also es ist schon sehr hilfreich, sehr nett, sehr aufgeschlossen, ohne zu drängen, einfach sehr freundlich, wie er schreibt. Und er hat auch einem Termin zugestimmt, und zwar Ende Oktober. Ja, Gelbwurst 050 schreibt auch, dann behauptet jeder Verkäufer einfach, dass Nazis interessiert sind und treibt den Preis so hoch. Ja, ja, oder du hast eine Immobilie, die unverkäuflich ist, ja, bietest sie seit 2 Jahren an und dann gehst du zur Gemeinde hin und sagst so, oh, hier waren irgendwelche Leute so und so und die wollen das jetzt kaufen und da steht Notartermin bereit, ich bin ja froh, das loszuwerden. Ja, das ist nicht so einfach, wie das alles klingt. Diese Taktiken sind wir auch gefahren, das ist hier nicht neu, was hier gesagt wird. Ja, auch und bei uns ging es mal um Immobilienkäufe, auch Vorkaufsrecht bei der Stadt mit unserem Clubhaus Wolfshöhle 2 und so weiter. Da wollten wir auch mit dem Verkäufer, wollten wir auch schnell eine 100 abgreifen und die Stadt betrügen und so weiter. Eieiei. Ja, jetzt hier natürlich, ja, na klar ist der Christian Fischer nett. Und das darf man ja auch nicht vergessen, dass diese Menschen, die da drin gefangen sind, sind ja nicht das reine Böse. Auch die können charismatisch sein, freundlich, nett, aber zu ihresgleichen oder die sie gut finden. Ja, natürlich, der denkt ja, der chattet auch mit einem neuen weißen Siedler. Klar ist er nett zu dem, kommt zu uns, unsere Gemeinschaft wächst. Klar ist der dann nett und freundlich. Wäre jetzt was anderes, wenn da, weiß ich nicht, Mohammed sagen würde, und ich will hier eine kleine Moschee aufmachen, damit auch meine muslimischen Freunde in Sachsen einen Anlaufpunkt haben. Da wäre der Christian Fischer mit Sicherheit nicht mehr so nett. Könnten wir uns auf ein Bier oder einen Kaffee treffen? Ich soll einen genauen Termin nennen. Klingt gut. Heißt für mich, ich fahre hin und gucke mir auf dem Weg auch einige Siedlerhöfe aus der Nähe an. Auf diesem Hof wohnt ein gut vernetzter, vorbestrafter Rechtsextremist, der unter anderem für die NPD in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet hat. Digga, kauf mal einmal Farbe, Alter. Wollen wir hier mal ein paar Engelgeld, Taler, Dollar sammeln, dass wir da mal einmal Farbe hinschicken oder was? Oh. Wer ist denn da aus Mecklenburg-Vorpommern hingezogen? Welcher Neonazi ist denn aus Mecklenburg-Vorpommern nach Leisnig gezogen? Kann man das googeln? Welcher ist denn das? Immer nur Christian Fischer. Naja gut, weiß ich jetzt nicht. Dauert mir zu lange. Naja, mal ein bisschen Alpina hinschicken.
Die Bewohner dieses Hofes kommen aus Schleswig-Holstein. Und hier sind auch drei Verlage registriert, die Bücher und CDs über die Waffen-SS oder das Deutsche Reich verkaufen. Deswegen rückte auch schon mal die Polizei an. Abends steht dann das Treffen mit Christian Fischer an. Hallo, schon angekommen, hat er gefragt. Ja, ich bin schon angekommen. Als Treffpunkt schlägt er eine Raststätte an der Autobahn vor. Bei dem Treffen nehme ich eine versteckte Kamera mit. Warum versteckt? Weil ich wissen möchte, wie Vertreter der Initiative zusammenrücken, reden und netzwerken, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. An der Raststätte warte ich dann. Und warte, aber er kommt nicht. Und sagt dann kurzfristig plötzlich ab. Es ist einfach so, ich... Wollen die sich im McDonald's treffen? Nein. Nein. Dann auch noch beim imperialistischen, kapitalistischen Klassenfeind. Oh Gott. Ich sag mal so, das Problem ist, dass das Y-Kollektiv hier macht. Er wirkt halt nicht mal so wie so ein Nazi-Hipster, ne? Also, der junge Mann... Da wären meine Antennen, was so Polizei, Journalismus und so weiter auch angegangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Polizei, nicht mal hätte ich gewusst, so, nee, das ist so kein klassischer Polizist, so, tut mir leid, Polizisten erkenne ich schon noch ganz gut. Weiß ich nicht, ob die vorher mal Bilder ausgetauscht haben, so Tinder-mäßig, aber da hätte man sich so ein bisschen mehr Mühe geben können. Ist nicht, das ist jetzt nicht so unbedingt so das der beste Ablauf. Ich schreibe Monate mit dem hin und her, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und an dem Tag, wo er kommen soll, kommt er nicht. Es ist, das ist einfach scheiße. Das ist... Das hier, wir haben die ganze Zeit haben wir geschrieben, alles gut. Ich schreibe ihm, ja, ich stehe vor Meckes Eingang. Und plötzlich, zehn Minuten später schreibt er dann, ich habe ein technisches Problem mit dem Auto, keine Ahnung, was los ist, alle Lampen leuchten, Malerschaden, es ist ihm sehr unangenehm. Aber wie war es bei den Immobilien? Dann schickt er dieses Bild. Für mich ist da. Okay, da hat alles geleuchtet, aber das heißt immer nichts so. Ja, wir wissen ja nicht mal, ob das Treffen nicht fake für die Kamera ist, weil die Lunte gerochen haben, der Film halt für den Moment braucht er. Ja, ist schon schade, hätte ich schon gerne gesehen. Ich weiß ja nicht, wir haben ja noch 4 Minuten, aber keine Ahnung. Vielleicht auch dann irgendwas gewittert, wenn sich Monate zieht und Treffen und schwierig und naja, mal gucken. Abend durch. Ich will nur noch duschen und pennen, aber dann... Jetzt hat sich die Lage auf jeden Fall irgendwie gedreht. Es ist jetzt so, dass die in der Telegram-Gruppe von dieser Initiative geschrieben haben, ganz plötzlich, was haben investigative Journalisten so auf der Tasche? Anscheinend nur die obligatorischen Taschenspielertricks und sie schreiben auch, sie wissen, wo wir sind. Also haben jetzt auch den Namen von unserem Hostel gepostet. Also, wir müssen aufgeflogen sein, geht ja nicht anders. Aber keine Ahnung. Ja, die Frage ist nur... Wie? Tja, Leute, das ist jetzt so keine Überraschung. Ich habe da auch manchmal unangenehme Momente und das Ding ist, dass halt... Und da wundere ich mich, dass Journalisten da manchmal auch genauso wie Polizisten manchmal echt doof unterwegs sind. Es tut mir leid. Y-Kollektiv, wendet euch doch mal an mich, da kann ich euch ein bisschen bei helfen. Wenn ihr dann eincheckt, egal wo, erstens, euer ganzes Team sieht immer aus nach Journalismus, es sieht immer aus nach links. Es tut mir leid, das soll gar nicht wertend sein. Ihr tretet dann aber auf, ihr seid in einer 4-Mann-Stärke, ihr seht einfach so aus, dass ihr in die Region nicht reinpasst. Dass ihr einfach nach Leipzig, Konewitz ausseht, nach Dresden, nicht nach Leisnig, egal ob ihr 4 Dörfer weiter bleibt und so weiter. Es ist dann einfach so, ja, dann Kennzeichen nicht drauf geachtet oder Mietauto EU für Euskirchen, für Six oder wer das ist oder hier, wie heißen die anderen hier?
komm hier, scheiß drauf, weiß ich nicht. Es gibt so viele einfache Sachen, weil ihr keinen dabei habt oder Menschen dabei habt, die nicht so nach Presse aussehen oder sonst was. Es ist zu einfach gemacht. Natürlich arbeiten an der Rezeption im Hostel und so weiter, arbeiten da Leute, genau. Es werden Kamerasachen ja nicht im Auto gelassen, weil die zu teuer sind, die werden mit reingeschleppt. Die Leute sind doch nicht alle doof. Okay, Eurocar ist das, okay. Auch scheißegal. Das ist natürlich schon doof gemacht. Da bin ich gerne bereit, euch da mal eine Schulung zu geben. Ist überhaupt kein Problem. Also, das hätte man ganz einfach umgehen können. Weil ihr einfach danach ausseht. Es tut mir leid. Ich bin echt Fan von euren Reportagen. Aber ihr seht ja nun mal aus, wie ihr ausseht. Und das ist ohne Wertung. Aber für die leicht zu erkennen und deren Freunde, Bekannten oder sonst was auch leicht. Und da unten ist halt alles, die Welt ist ein Dorf und da unten ist das noch alles ein bisschen enger. Und in einer Großstadt wie Hamburg, München, Köln, Leipzig, was weiß ich, da fällt man halt nicht auf. Da kann alles, aber ich wollte es gerade sagen, ja, und das ganze Team sieht ja, ich weiß ja, wie die Teams auch mal aussehen, mit denen ich gedreht habe vom Y-Kollektiv. Habe ich ja auch schon mal was gedreht und so. Ja. Das ist jetzt nicht die große Überraschung. Schade, bisschen enttäuschend, aber ist nun mal so. Wie? PS, unsere Bilder von euch kommen nach euren. Zinkersmiley. Ich verstehe den Post so, wie er gemeint war, als Einschüchterungsversuch. Das ist ein Scheißgefühl. Plötzlich sind wir auf der Zielscheibe. Ne? Mehr als 3000 Leute sind in der Telegram-Gruppe. Die Situation ist unübersichtlich. Mit der Redaktion entscheide ich, wir brechen ab. Aber nicht endgültig. Ich versuche es auf direktem Weg. Ich fahre zu Christian Fischer nach Hause, dieses Mal mit Security. Ich will ihn fragen, wie steht die Initiative Zusammenrücken zu den Recherchen? Baut sie in Leisnig ein rechtsextremes Netzwerk auf und strebt sie die Vorherrschaft an, wie der Verfassungsschutz befürchtet? Letztes Mal haben wir Christian Fischer nicht antreffen können, aber trotzdem interessiert mich, was er über die ganze Recherche denkt. Und ich will ihm natürlich auch die Möglichkeit geben, sich dazu äußern, um fair zu sein. Und deswegen gehe ich jetzt mal klingeln. Täuschend. Schade. So ein Treffen, schade, hätte man mehr draus machen können, haben sie irgendwie versaut durch das Team. Kann ich diesmal keinen Daumen hoch geben. Ist leider so. Der Ruf, den er hat, ist ja auch schon, ist schon schwer einsehbar. Und überall mit Kameras gespickt, die Hunde im Zwinger abgesperrt. Auch an der Klingel war so eine Kamera, oben war eine Kamera, am Hof, sogar auf der Rückseite an der Scheune war eine Kamera. Das ist ein ganz, ganz seltsamer Ort. Ich habe der Initiative Zusammenrücken noch einen Fragenkatalog geschickt. Und zwar wollte ich wissen, wie Sie zu der Recherche stehen, ob Sie ein rechtsextremes Netzwerk aufbauen, ob Sie da die Vorherrschaft anstreben, was Sie genau mit Ihren Aussagen in Podcasts meinen. Und tatsächlich ist jetzt auch eine Antwort reingekommen, und zwar wieder über Threema von Christian Fischer. Und er schreibt, hallo Herr Dammers, aufgrund Ihrer bisherigen Vorgehensweise etwas über unsere Initiative in Erfahrung zu bringen, lehnen wir jegliche Beantwortung Ihrer Fragen ab. Mit volkstreuen Grüßen, Peter Lustig. Wie lustig. Ach, die Leute kannst du auch alle nicht ernst nehmen, ne? Also so jetzt in diesem Zusammenhang. Das ist leider bierernst, todernst, sehr, sehr ernst, ja, die Leute. Aber dass sie sich dann auch noch so lustig finden. Ja, klar, die Vorgehensweise wäre ich auch angepisst, ja. Erst sollst du heimlich reingelegt werden, dich treffen bei Meckes und so weiter und heimlich abgefilmt werden und dann auf einmal kommen, lass schnacken. Hätte ich auch keinen Bock mehr drauf. Mit volkstreuen Grüßen, Peter Lustig. Da habe ich schon mehr gelacht heute. Sogar heute schon. Und der Tag ist noch jung. Habe ich heute schon mehr gelacht. Das heißt für mich, da besteht kein Interesse an einer Klarstellung. Es verstärkt meinen Eindruck, der Initiative geht es vor allem darum, ungestört weiter zu netzwerken. Ja, na klar. Wenn ihr euch noch mehr für Filme über Rechtsextremisten interessiert, dann empfehle ich euch dieses Video von Steuerung F über Attila Hildmann. Ach, Attila Hildmann, haben wir schon durch. Wir machen morgen was zu Lina E., zu der neuen Doku.
habe ich mir schon reingepfiffen. Dies geht ein bisschen länger und da werden wir uns morgen ein bisschen Zeit für nehmen. Freue ich mich schon drauf. Ja, also, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Schade, nicht abgefilmt, kein Treffen und so weiter. Habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Hat Steuerung F versaut. Vielleicht muss man da auch mal über sich selber reflektieren und sagen, okay, vielleicht nutzen wir da demnächst mal einen Schauspieler für oder irgendjemanden oder wir suchen bei uns im Team irgendjemanden, der da reinpassen könnte. Und wenn wir losfahren, dass wir das alles ein bisschen anders koordinieren und nicht so auffallen. Es muss dann nicht immer der VW-Kombi sein mit EU-Kennzeichen und sonst was, sondern da kann man ja auch mal irgendwas machen, dass man unterm Radar läuft. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so aufgeflogen ist über Hotel, wo sie gepennt haben, gesehen worden sind, vorbeigefahren mit ihren Autos, Kennzeichen und so weiter. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und Dankeschön an die Mods, an die Kanalmitglieder, an die Partner, an alle, die hier Prime-Abo machen oder ein Abo machen. Dankeschön, dass ihr die Arbeit unterstützt. Und ich wünsche euch jetzt erst nochmal einen schönen Tag. Und ich muss jetzt auch gleich los zum Geburtstag meiner Schwester. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.